Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem High Security Park. Beim letzten Mal haben wir ja hier unser Raptorgehege gebaut und 4 Raptoren freigelassen, die natürlich für unseren High Security Park und unsere Forschung essentiell sind, weil einfach das Genom in allen Fleischfresser-Hybriden steckt. Und ich muss aber sagen, ich habe nochmal mir diesen Komplex, den wir gebaut haben, angeguckt und der ist wirklich krumm und schief geworden. Also das ist ganz, ganz schlimm. Das ist dann mal hier breiter und hier schmaler und so weiter und so fort. Ich meine, guckt einfach mal von hier oben, dann seht ihr das ganz gut, dass der total, ja, unsynchron ist und nicht parallel und sowas. Und das stört mich einfach sehr. Deswegen werde ich den auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Ich habe auch den Grund dafür gefunden, warum das Ganze so krumm und schief geworden ist. Ich habe nämlich hier für dieses Gehege in der Mitte, habe ich als Grundlinie hier diesen Eingangszaun genommen. Also ich habe von hier aus mir die Linien gezogen und habe das dann sozusagen in dem Winkel gemacht, wie hier dieser Zaun ist. Und für den Rest des Komplexes habe ich mir die Grundlinie von hier vorne geholt. Also von diesem Bereich hier. Und ja, das Problem ist einfach, dass die unterschiedlich sind vom Winkel. Also sieht man hier sogar ganz leicht. Der hier ist ein bisschen schräger als der Rest. Und ja, eigentlich hätte ich alles in diesem Winkel hier bauen sollen. Aber weil ich jetzt hier schon so viel fertig habe, in diesem anderen Winkel, werde ich einfach versuchen, den Eingangsbereich an den Rest hier anzupassen. Und natürlich diesen Bereich werde ich auch nochmal neu bauen und nochmal ein bisschen schöner, aber im gleichen Stil. Und das werde ich auch alles für euch rausschneiden. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal ein bisschen an die Arbeit und dann bringe ich euch zurück, wenn das Ganze fertig ist. Und damit, Leute, ist das Ganze schon direkt überarbeitet. Und ihr seht jetzt schon, es sieht einfach viel, viel synchroner und paralleler aus und schöner aus. Ich habe jetzt auch auf beiden Seiten hier diese Umspannwerke gebaut, damit das Ganze nochmal gleichmäßiger ist. Und man sieht jetzt einfach von oben, wie viel gerader das Ganze jetzt gestaltet ist. Also es gefällt mir viel, viel besser. Ich bin froh, dass ich nochmal die Arbeit investiert habe und das Ganze ein bisschen angepasst habe. Habe auch hier den Zaun jetzt nicht mehr abgerundet an den Ecken, sondern alles gerade gemacht und sowas. Finde ich ein bisschen schöner. Und jetzt kann ich auch zufrieden weiterbauen. Was wir in dieser Folge auf jeden Fall machen müssen, ist, diesen Bereich hier nochmal zu verschönern. Also hier das um dieses Kraftwerk herum. Dann hier vorne muss noch irgendwas hin. Und wir müssen auf jeden Fall das hier anpassen an den Rest von unserer Anlage. Ich denke mal, den Weg hier vorne, den werden wir nicht großartig ändern. Wenn der ein bisschen schief oder sowas ist, ist das, glaube ich, halb so wild, weil der geht hier auch schon nicht in einem rechten Winkel über in den anderen Weg, wie ihr seht. Aber das werde ich nicht ändern können. Ansonsten müsste ich hier alles nochmal umbauen und diesen Weg hier direkt schief vom Eingang abgehen lassen. Ich glaube, das würde nicht so cool aussehen. Also ich denke mal, ich werde einfach den Zaun hier so ein bisschen anpassen. Ich werde das so lassen und werde dann einfach hier den Zaun sozusagen anpassen. Den muss ich dann auch nochmal neu setzen. Der muss sich anhand des Zaunes natürlich ausrichten. Ja, im Prinzip werden wir das Ganze so machen. Na, hier können wir gar nicht abgehen. Wir müssen hier abgehen. Nämlich einen Einrasspunkt. Und dann hier den rechten Winkel sozusagen abgehen. In diese Richtung. Das müssen wir halt nur richtig treffen. Das versuche ich jetzt mal eben. Ich habe das Ganze korrigiert. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass dieses Stück hier, also dieser Eingangsbereich, und der Weg natürlich darunter, jetzt nicht im richtigen Winkel ist. Aber ab dieser Strebe, wo dieser Elektrozaun losgeht, ist das Ganze wieder im richtigen Winkel. Also das heißt, dieser Zaun ist wieder parallel zu dem Rest von unserem gesamten Komplex hier. Und so soll es ja auch sein. Also das ist halt wirklich nur eine minimale Sache. Im Prinzip ist jetzt der einzige Winkel, der jetzt hier nicht gerade ist, ist der Winkel, wo das hier abgeht. Also das ist jetzt hier nicht im 90-Grad-Winkel zu dem Weg zum Beispiel. Aber man sieht es halt wirklich gar nicht. Also deswegen finde ich die Lösung eigentlich, glaube ich, am besten. Ansonsten müssten wir hier den gesamten Eingangsbereich umbauen und dann würde der Winkel hier im Eingang nicht mehr stimmen. Und ja, ich werde es jetzt einfach so lassen, weil es fällt jetzt nicht großartig auf, ne? Hier vorne zum Beispiel der Weg ist auch nicht rechtwinklig zu dem Rest des Weges. Aber das ist so minimal. Also ich glaube, das stört so gar nicht. Ich kann euch einmal ganz kurz zeigen an der anderen Seite, wie einfach das ist, zu korrigieren, den Winkel sozusagen. Ihr sucht euch auf jeden Fall eine Stelle, an der Winkel korrekt ist. Da habt ihr dann ja immer diese Einrastpunkte im 90-Grad-Winkel. Das ist ziemlich praktisch. Dann geht ihr so ein bisschen vor. Baut euch in die Richtung, wo ihr den Winkel korrigieren wollt. Baut dann eine etwas längere Querstrebe. Und dann könnt ihr einfach anhand dieser blauen Hilfslinie, die ihr seht, das Ganze platzieren. Also ihr seht jetzt, ich ziele jetzt einfach da an die Stelle, wo ich hin möchte, zu dem Eingang sozusagen. Und dann mache ich den Zaun dahin. Und schon stimmt der Winkel. Dann könnt ihr diese Hilfslinien wieder löschen. Und schon habt ihr hier wieder einen Zaun im richtigen Winkel, so wie der ganze Komplex ist. Also ist alles relativ simpel. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter und kümmern uns jetzt so ein bisschen um unseren Park.
Ich werde jetzt erstmal so ein paar Sachen korrigieren, die mich noch stören. Da habe ich zum einen einmal diesen Weg hier, den möchte ich nochmal in eine andere Farbe ändern. Das möchte ich nämlich im Stil halten wie hier vorne. Also der Hauptweg ist halt dieses, ja, hellere Grau und heller. Ich weiß nicht, doch, ist heller schon, ne? Helleres Grau und dann an Gebäuden und sowas habe ich immer dieses etwas dunklere genommen. Deswegen möchte ich auch hier dieses dunklere Grau nehmen. Will es aber auch so schräg beibehalten. Das fand ich ziemlich cool. So ungefähr. Ich versuche das natürlich gleichmäßig zu machen. Und so. Sind alles so Kleinigkeiten, aber ich glaube, die werden am Ende viel ausmachen. Ich möchte auch nochmal hier so ein bisschen, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, um das, was ist das hier? Kraftwerk, ne? Um das Kraftwerk so ein bisschen rumbauen mit Wegen. Dafür werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich den Weg hier relativ nah rankriege. Ich mach das mal so, dann ist es, glaube ich, einfacher. Man kann sogar, glaube ich, ziemlich nah ranbauen an das Kraftwerk. Das ist cool. Bei manchen Gebäuden hat man ja wirklich einen doofen Grasrand. Aber das kann man nicht ändern. Ich denke mal, ich mache hier zwei breit erstmal. Ungefähr so. Das ist super. Und hier vorne werde ich dann, glaube ich, hinter dem Kraftwerk will ich einmal komplett lang gehen. Da werde ich wahrscheinlich nur ein breit gehen. Ich mache jetzt erstmal etwas breiter. Jetzt muss ich mal eben gucken von oben, dass es einigermaßen gerade ist. Ja, bei so Zweierwegen kriegt ihr es vom Winkel auch nie perfekt hin. Aber das fällt halt auch nicht auf, ne? Wenn es da minimale Unterschiede gibt, ist das immer halb so wild. Ich werde auch hier das Ganze wiederholen, so wie ich es da vorne gemacht habe. So ist das relativ gleichmäßig, denke ich. So, das sieht super aus. Okay, dann haben wir hier zweimal diese Schrägen. Finde ich ganz cool. Jetzt müssen wir natürlich hier hinter auch noch so ein bisschen entlang gehen. Versuchen wir natürlich auch möglichst gleichmäßig zu machen. Dann nach hier vorne, da werde ich mal... Ich gehe mal erstmal so... Ist hier ein bisschen schief geworden, aber... Oh nö, das geht eigentlich. Ist eigentlich relativ gleichmäßig. Ich möchte nämlich einmal hier außen rumgehen, glaube ich. Ich mache den Weg jetzt erstmal länger. Und ich glaube, ich werde hier vorne das Ganze nochmal so ein bisschen... Ja, krasser aussehend gestalten. So ein bisschen elektronischer, indem ich hier nochmal so Umspannwerke hinmache. Es hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass das hier eher wie eine Militärstation aussieht, als wie ein High-Security-Park. Aber ich finde... Dann habe ich eigentlich genau mein Ziel erfüllt, weil ich möchte, dass es wirklich so eine, ja, Hochsicherheitsforschungsanlage ist, die gar nicht unbedingt für Besucher ist, nur so für ausgesuchte Besucher oder ausgewählte Besucher. Ich versuche das Ganze jetzt hier möglichst gerade zu machen. Und so. Ich glaube, jetzt gefällt es mir besser. Ja, jetzt sieht das Ganze gerade aus. Aber ihr seht schon, ich habe auch hier diesen Winkel nicht ganz perfekt gemacht. Aber gut, das soll mich nicht weiter stören. So perfektionistisch will ich jetzt mal nicht sein. Irgendein Raptor hier hat niedrige Gesundheit. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Der hat nicht getrunken, aber warum? Er sollte hier doch easy trinken können, oder nicht? Das verstehe ich nicht. Denen geht's allen gut hier. Die haben auch getrunken. Können die hier nicht trinken? Ich mach jetzt keinen Scheiß. Das wäre ja richtig doof. Wir können aber auch nur mal ganz kurz zu den Namen hier kommen, wo wir gerade bei den Raptoren sind. Ihr habt natürlich am meisten euch gewünscht, in den Kommentaren habe ich mir schon gedacht, dass wir die Raptoren nach den Filmraptoren benennen. Der mit dem lebhaften Muster sollte Blue heißen. Der ist sogar das Alpha-Männchen geworden oder Alpha-Weibchen. Richtig cool. Dann haben wir hier Echo, Delta und zu guter Letzt, wie könnte es anders sein? Der Doofe, der nichts trinken kann, der ist Charlie. Ich glaube, so schreibt man das, ne? Ja, ich denke. Ich hoffe, der trinkt jetzt was. Das gibt es doch gar nicht. Kann der hier nichts trinken, oder wie? Das wäre ja richtig doof. Ich meine, ich kann hier natürlich nochmal versuchen, das Wasser zu vergrößern. Aber ihr seht schon, das geht nicht. Ich kann natürlich auch den Stein daraus nehmen. Aber den werde ich dann im Endeffekt nicht wieder platzieren können. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Und ich denke eigentlich... dass der Wasserbereich hier locker ausreicht. Hm. Sollen wir ihm noch mal ein bisschen Zeit geben und gucken, ob er trinkt? Das wundert mich nämlich gerade echt. Er ist auch gar nicht auf Wassersuche oder so. Steht einfach streift umher. Uff. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit den anderen ist. Ich beobachte das mal ein bisschen. Können ja in der Zeit ein bisschen weiterbauen hier. Ich möchte nämlich den Weg hier noch weiterführen. Einfach hier entlang noch mal. Machen wir mal so ein Stück.
Und dann möchte ich hier vorne nochmal, glaube ich, eine Wegfläche machen. Ja, ganz perfekt sind die Winkel leider teilweise nicht. Oh, er hat getrunken. Okay. Das Problem hat sich soeben erledigt. Aber so ist das schon ganz okay, glaube ich. Dann müssen wir hier vorne noch eine schöne Lösung finden. Ich glaube mal, ist es am besten, wenn wir hier einfach so machen. Und so. So ist dann die Wegfläche hinter dem Kraftwerk. Hier könnten wir sogar nochmal einen Zaun entlang führen, wenn wir das wollen. Vielleicht so einen ganz leichten. Machen wir auch elektronisch. Einen durchsichtigen, warum nicht? Könnten auch einen nicht durchsichtigen machen, ne? Ah, ich glaube, wir machen hier aber mal einen durchsichtigen. Glaube ich mal ganz cool. Ein bisschen Abwechslung. Dann versuchen wir das hier auch einigermaßen gleichmäßig zu machen. Vorne an der Schräge wird das natürlich wieder etwas schwerer. Ich hoffe, der Winkel stimmt jetzt hier auch. Ich mach's mal lieber hier selber nach Augenmaß. Dass ich jetzt hier auf die Einrastpunkte vom Spiel vertraue. Ist ja meistens nicht so ratsam. Und so könnten wir eigentlich machen, ne? Na, ich glaube, das ist ganz cool. Mach ich mal so. Dann von hier vorne setzen wir mal ein. Machen wir so. Und dann passt das hoffentlich. Ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Der Strom. Ist ein bisschen schief noch, ne? Weiß geht eigentlich. Das passt schon. Also viel besser muss es gar nicht sein. Hier müssen wir natürlich auch noch die Verbindung zu den beiden Umspannwerken machen. Aber ich will jetzt erstmal anfangen, diesen Bereich hier zu gestalten. Da müssen wir natürlich wieder unseren Turm platzieren neu. Den haben wir ja hier. Der kommt jetzt ein bisschen anderen Winkel wieder an die Mauer hier oder vor die Mauer. So ist das, glaube ich, schon relativ perfekt. Genau so. Und ihr seht jetzt schon, ne, das ist jetzt hier alles so ein bisschen schräg zum Weg. Also es geht leider nicht anders. Aber ich glaube, das wird später echt gar nicht mehr so doll auffallen. Dann haben wir hier noch Betriebsgebäude. Ich glaube, ich würde hier gerne so zwei Forschungsgebäude unterbringen. Das wäre cool. Wenn wir hier das hier einmal machen. Möglichst. Eigentlich darf ich das jetzt auch nicht zum Weg platzieren, ne? Parallel. Ich müsste eigentlich hier mit diesem Weg arbeiten, damit es gerade ist. Ich darf mich nicht mehr an diesem Weg hier ausrichten, den unteren. Da mache ich nämlich wieder Fehler. Ich glaube mal, ich werde das so ungefähr ausrichten. Dann können wir hier nämlich eine sehr coole Wegfläche noch hinzaubern vielleicht. So ist, glaube ich, ganz cool. Und dann nehme ich noch das andere Gebäude, was im gleichen Stil ungefähr ist. Das werde ich hier vorne hin platzieren. Oh, das wird natürlich hier problematisch, weil das hier anscheinend auch nicht ganz glatt ist. Aber ich glaube, so schlimm wird das nicht werden. Ich nehme jetzt mal hier den Zaun als Ausrichtungspunkt sozusagen vom Winkel. Ja, passt schon. Ich werde das Ganze eh später mit Wegflächen dann korrigieren und sowas. Aber mal, ich gehe relativ nah ran hier. Soll ich das machen? Oder noch so ein bisschen Grasrand hier lassen? Ich glaube, ich lasse so ein bisschen Grasrand. Mach, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen darüber. Glaube ich mal so ungefähr. Natürlich ist es dann hier vom Zaun ein bisschen doof, ne? Ich hoffe, den kriegen wir dann noch entlang. Müssen wir dann mal schauen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das hier ist mit den Gebäuden. Ich würde sagen, wir warten mal eben, bis die fertig sind. Und dann schauen wir mal. Die Gebäude sind fertig. Und die sehen wirklich cool aus. Die sind halt beide so im gleichen Stil. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir noch mal ein paar Sachen testen eben mit diesen Gebäuden. Weil mit denen habe ich noch nicht viel gebaut. Also der Zaun, der würde hier zum Beispiel nicht mehr vorbeigehen. Das heißt, dieses Gebäude müssen wir auf jeden Fall umplatzieren. Aber bevor ich das jetzt abreiße, will ich einmal testen, wie das vom Wegverhalten her ist. Also hier ist auch das Gebäude zum Beispiel erhöht. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Das korrigiere ich gleich auch alles, keine Sorge. Aber ich will mal eben hier gucken, wie nah man hier Wege dran bauen kann. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig zu wissen, damit man weiß, wie man später mit den Gebäuden umzugehen hat. Also hier bei diesem Gebäude scheint es schon mal ganz gut zu sein. In der Schräge scheint es... Na, es geht aber. Okay. Wie ist das hier vorne? Hier kann man auch relativ nah ran, das ist cool. Okay, das ist ein sehr gutes Gebäude. Welches ist das? Forschungszentrum 2. Das kann eigentlich hier an der Stelle bleiben sogar. Okay, Forschungszentrum. Jetzt gucken wir mal das andere Gebäude, ob das auch so einfach zu handhaben ist. Das wäre natürlich nice. Okay, hier wird es schon wieder schwieriger.
Es geht aber, so einen kleinen Grasrand hat man da. Oh, hier an der Schräge ist doof. Oh, seht ihr das? Wie viel Abstand man machen muss? Okay, das ist krass. Oh mein Gott, das ist doof. Das ist ja komplett random, das Gebäude. Also hier muss ich auf jeden Fall einen Grasrand lassen. Es geht gar nicht anders. Das ist ja richtig doof. Also ich glaube, ich muss das Gebäude noch weiter nach rechts platzieren. Und dann kommt das hier noch ein bisschen rüber und noch ein bisschen nach oben. So, die Gebäude sind soweit fertig. Jetzt müssen wir ganz viel wieder mit Wegen arbeiten. Ja, im Prinzip machen wir jetzt hier echt, glaube ich, noch viele Wegflächen hin. Vielleicht ziehen wir hinter auch noch einen Zaun entlang, wenn wir das können. Also hier so. Oh, ne? Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Hier müssen wir den Zaun auch noch weiterführen. Und hier auf diese Seite können wir vielleicht nochmal ein Mitarbeiterrestaurant oder sowas machen. Oder vielleicht einen Schutzraum. Das würde auch gehen. Würde hier auch noch gut hinpassen auf diese Seite. Dann haben wir den Platz perfekt genutzt. Und ich muss sagen, so langsam nimmt unser Park wirklich Form an. Sieht schon sehr cool aus. Hat echt viel Wegfläche und asphaltiert. Aber ich glaube, das kann echt nice werden. Ich habe halt immer nur noch Bedenken, dass wir nicht alle unsere Dinos hier unterkriegen, die wir gerne hätten. Oh, das geht mega gut bei diesem Gebäude hier. Also das Forschungszentrum ist nice. Das andere dagegen ist schon wieder ganz, ganz doof mit der Wegfläche. Verstehe ich halt auch nicht, warum das so random ist. Bisschen nervig. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Jetzt hier noch die Schräge hinkriegen, dann ist es perfekt. Die wird echt schwierig. Na, geht aber. Okay, sehr gut. Das sieht doch schon mal nach einer sehr interessanten Wegfläche aus. Wäre natürlich cool, wenn das hier auch noch mit Weg so ein bisschen ausgefüllt wäre. Aber es ist ja leider nicht machbar. Zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Wobei ich hier ganz gerne auch noch... Ich glaube, ich baue hier wirklich noch bis zum Turm hier vorne. Okay, dann sieht das nämlich alles noch so ein bisschen gleichmäßiger aus. Hier vorne könnten wir auch wieder noch diese Ecken machen. Finde ich eigentlich ganz schön. So. Perfekt. Das ist doch nice. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht könnten wir jetzt hier nochmal mit Zäunen und so das ein bisschen abdecken. Und dann passt das eigentlich. Aber ich führe jetzt erstmal den Hauptzaun hier weiter. Mache dafür mal eben die Bäume hier oben weg. Diesen Berg hier muss ich sowieso nochmal neu gestalten, wo der Helikopter ist. Also der Sinn ist natürlich da, dass man so ein bisschen den Park im Überblick hat. Aber dann ist natürlich auch doof mit den Bäumen hier. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen, wie ich das später mache. Aber das kriegen wir, denke ich, auch mal hin. Die Frage ist jetzt, wie führe ich hier den Zaun jetzt weiter? Das wäre natürlich... Ich glaube, das passt sogar, ne? Perfekt. Wenn wir hier einfach gerade... Das passt sogar wirklich perfekt. Oh mein Gott. Das ist ja awesome. Es geht halt einfach gerade über der Zaun. Ich mache hier nochmal so ein Zwischenstück. In der Mitte ungefähr. Ist das mit den Stützpfeilern gleichmäßiger. Aber ihr seht jetzt ja schon, ne? Es geht wirklich sehr, sehr gut da vorne über. Könnt natürlich noch überlegen, ob wir hier den Zaun weiterführen, aber dann weiß ich nicht gerade, warum. Also das ist der Sinn halt nicht so gegeben. Ich glaube, da lasse ich dann einfach den Grasstreifen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Vielleicht können wir jetzt hier vorne nochmal ein paar Zäune machen. Also, dass wir hier vielleicht nochmal einen Zaun langziehen oder so. Ich glaube, dafür müssen wir nochmal die Strommasten entfernen. Geht nicht anders. Die sollte man eh ganz zum Schluss setzen. Macht nämlich jetzt noch nicht viel Sinn. Ich glaube, ich versuche hier nochmal so ein bisschen mit Doppelzäunen zu arbeiten. Dafür versuche ich mir mal so einen Einrastpunkt hier zu setzen, der ein bisschen näher ran ist. Den sollten wir eigentlich hinbekommen. So ungefähr. Schon mal ganz gut. Der jetzt da bleibt, dann ist perfekt. Okay, das sieht nice aus. So, jetzt haben wir hier schon mal so eine Schräge. Das ist super. Hier könnten wir sogar bis hier vorne gehen. Und dann könnten wir hier den Zaun weiterführen. Ich weiß, ob das hier passt. Ah, das wird natürlich wieder schwierig hier. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich hier einen Doppelzaun. Und in der Mitte des Zauns können wir dann die Strommasten sozusagen weiterführen. Das ist, glaube ich, ganz nice. Das wird hier aber nochmal so eine kleine... So geht's aber, glaube ich, wenn ich jetzt hier einen Punkt gesetzt kriege nochmal. Oh, hier ist super.
passt leider nicht ganz bis zum Ende. So sieht das Ganze dann aus. War eine bisschen fricklige Angelegenheit, aber geht eigentlich. Und hier sollten wir dann später, oh, das war jetzt falsch, hier sollten wir später dann die Strommasten reinplatzieren können. Ich glaube, das ist dann ziemlich cool. Und hier müssen wir dann jetzt nochmal die Wege ein wenig überarbeiten. Wir den hier nochmal anpassen an den Zaun. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann könnten wir das dann auch nochmal so schräg haben oder handhaben. Ah, das gefällt mir nicht so ganz, dass hier überall diese abgeschrägten Ecken an den Wegen sind. Ich denke mal, ich werde das dann einfach gerade gestalten. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Weil zu viel Abschrägen ist auch nicht cool. Hier könnten wir das Ganze sogar weglassen, den Zaun. Ja, aber ich lasse den mal da. Echt ganz nice. So. Okay. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Hier können wir das nämlich dann schon wieder abschrägen. Hier bietet sich das nämlich an. Ungefähr. Können wir schön am Zaun entlang bauen. Das ist doch super. Schon sehr cool aus. Hier vorne müssen wir das natürlich mit dem Zaun auch noch machen. Können wir jetzt mal eben versuchen. Ob wir das auf die Schnelle hinkriegen? Wahrscheinlich auch nicht. Nämlich immer schwieriger, als man denkt. Es scheint sogar einigermaßen zu gehen. Boah, das ging eigentlich hier an der Stelle. Hier würde ich den Zaun, glaube ich, dann wirklich auch einfach einbreit lassen. Das passt schon. Jo, das ist völlig in Ordnung. Ich könnte natürlich auch noch die Zaunverbindung einfach ziehen. Dann hätte man hier zwar so einen kleinen Bereich, der jetzt hier gar nichts hat oder gar nichts macht. Aber dann wäre das alles hier so ein etwas schöner Abschluss. Dann könnte man sogar überlegen, ob man hier den Doppelzaun nochmal macht. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ordentlich überarbeitet hier mit dem Doppelzaun und bin jetzt damit auch sehr zufrieden. Also ist ganz cool geworden. Hier habe ich die Ecke auch nochmal geändert und sowas. Und jetzt geht sozusagen hier ist direkt auf den Zaun zu und dann hier in den Eingang. Also es hat sich alles so ein bisschen geändert. Bin jetzt aber wie gesagt mehr als zufrieden damit. Ich würde das Ganze natürlich gerne für euch in das Video reinschneiden, aber sowas dauert einfach immer ein bisschen sehr lange und deswegen ist das immer ein bisschen kompliziert. Aber ich denke mal, so ist das auch schon in Ordnung. Ich glaube, so spannend ist es jetzt nicht, wenn ich hier so einen Doppelzaun baue. Aber der Bereich hier ist natürlich immer noch nicht fertig. Wir wollen hier natürlich noch ein bisschen mehr bauen. Nämlich nochmal eine Stromversorgung für diesen Gebäudekomplex. Die darf natürlich nicht fehlen. Die Umspannwerke und so, die kann man auch wirklich immer gut als Deko-Element benutzen. Bin ich sehr glücklich immer drüber. Versuche das möglichst mittig hier zu machen, weil ich möchte gerne zwei Stück davon haben. Platziere die so ein bisschen auseinander. Der Winkel muss natürlich auch einigermaßen stimmen. Ist aber übrigens auch so eine Sache, warum alles immer so lange dauert. Es gibt kein Rückgängig-Tool. Es gibt keine vernünftigen Tools zum Drehen, zum Anheben und sowas. Und auch das Wegeplatzieren ist sehr, sehr mühselig teilweise. Und das Zäuneplatzieren auch. Ist bei Jurassic World Evolution alles nicht so perfekt gemacht und nicht so benutzerfreundlich. Zumindest, wenn man so Feinheiten bauen will. Darauf ist das Spiel auch einfach, glaube ich, nicht ausgelegt. Dass man so fein baut. Das hat doch jetzt schon mal relativ gut geklappt. Sieht auch ganz gut aus. Vielleicht kriegen wir es jetzt noch hin, hier den Weg mal so zu machen. Das Gleiche. Dann machen wir einfach hier eine Wegverbindung gerade nochmal. Auch schon wieder alles schief und krumm, habe ich das Gefühl, was ich hier gebaut habe. Aber das fällt später gar nicht mehr auf. Ich versuche es ja wirklich so gerade wie möglich alles zu bauen, aber das ist, wie gesagt, auch nicht so einfach machbar. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Jetzt haben wir hier nochmal so einen kleinen Stromversorgungsbereich. Finde ich ganz schön. Und hier diesen Eingangsbereich, den müssen wir definitiv noch ein wenig abändern. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, wie. Ich würde, glaube ich, hier ganz gerne das Ding auch nochmal so ein bisschen interessanter gestalten. Machen wir hier noch einen Mittelpfosten hin. Seht ihr, da seht ihr auch schon wieder, wie mühselig es ist, hier teilweise mit diesen Tools zu arbeiten. Man muss halt wirklich so ein bisschen den Dreh rauskriegen, damit man damit klarkommt. Ich würde gerne hier einfach schon mal diesen Einrastpunkt setzen, das ist super. Und jetzt können wir nämlich hier der Hand den zweiten Einrastpunkt setzen. Das ist natürlich nicht ganz gerade. Ich habe hier was vor. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Also klappt das schon mal nicht. Okay, wir machen jetzt erstmal das, was ich in der Mitte machen möchte.
So, jetzt hat es ja auch mal geklappt mit dem Löschen einigermaßen. Auch das Löschen-Tool ist mega ungenau. Also man zielt halt auf eine Stelle, zum Beispiel hier. Ihr seht ja, wo meine Maus ist. Aber er will halt ganz woanders löschen. Es ist super mühselig und schwierig. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Ich ziehe jetzt hier auf das Umspannwerk und er will den Zaun löschen. Und ich kriege das Umspannwerk zum Beispiel nicht anvisiert. Also es ist super, super schlimm bei JWE. Ich habe mich zwar mittlerweile echt da so ein bisschen dran gewöhnt, aber wenn man Blende so gewohnt ist, dann ist das hier wirklich, wirklich anstrengend. Ist echt schade, dass Jurassic World Evolution erstmal so wenig Möglichkeiten hat und dann noch teilweise so, ja, blöd funktioniert, sage ich mal. Macht halt, also es macht schon den Spielspaß ein bisschen schwieriger hier. Ansonsten würden wir auch viel schneller vorankommen hier bei unserem Bauprojekt. Das ist nun mal sehr aufwendig, gerade weil wir so genau bauen und so viele Wegflächen und Zaunflächen. Einigermaßen mittig? Ich glaube ja. Sieht doch ganz gut aus. Meint ihr, wir kriegen das? Machen wir hier noch so einen Mittelpunkt hin? Wir kriegen das jetzt aber nicht. Okay, so könnten wir mal versuchen. Ich versuche jetzt mal mit einem Stück. Genau so. Jetzt haben wir nämlich nicht diese Zwischenbalken hier. Die sehen ein bisschen doof aus. Und genau, das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich sowas gerne rausschneide, weil es dauert einfach. Also ihr seht ja, wie aufwendig das ist, so ein kleines Zaunstück zu bauen. Das sollte eigentlich ruckzuck gehen, aber ist halt alles nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. So. Aber im Prinzip versuche ich ja einfach gerade einen etwas interessanteren Eingangsbereich zu gestalten. Das ist so der Sinn von dem Ganzen, was ich hier habe. Vielleicht probieren wir mal das aus. Das ist jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht, ne? Ne, das ist eher ungerade. Das war jetzt auch schon wieder ein Akt, das hier hinzubekommen. Ich musste nochmal das komplette Ding hier neu setzen, weil das hier vorne dann nicht gepasst hat. Und ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. Ist nicht ganz perfekt hier, aber ja, passt eigentlich. Ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen interessanter hier als Eingangsbereich. Jetzt bauen wir noch zu guter Letzt auf dieser Seite irgendwas hin, würde ich sagen. Ja, Leute, ich nehme jetzt schon wieder ein bisschen länger auf, weil das Ganze einfach viel, viel länger dauert, als ich es immer gerne hätte. Und deswegen werde ich jetzt erstmal die Folge hier beenden. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, was wir hier hinbauen können. Was ich natürlich anbieten würde, wäre entweder eine von diesen beiden Sturmabwehrstationen, vielleicht dieses Gewächshaus noch. Wobei, das ist, glaube ich, zu groß dafür. Ja, das Gewächshaus, das würde hier wirklich nur ganz knapp reinpassen. Könnte man natürlich versuchen. Oder halt vielleicht irgendein Essensladen oder sowas. Oder irgendeiner von diesen Läden, den man dann halt für die Mitarbeiter sozusagen als Cafeteria oder sowas nutzen könnte. Oder was mir noch einfallen würde, eventuell könnte man überlegen, hier so eine Jurassic Tour oder sowas unterzubringen noch. Wo dann sozusagen die Besucher, die da mal ab und zu kommen, die VIPs, die wirklich ausgesucht werden, um unseren Park mal zu besichtigen, wo die dann sozusagen in die Jurassic Tour steigen und dann einmal durch unseren Park fahren. Natürlich könnten wir nicht so eine richtige Strecke legen, aber wir könnten da mal selber an Steuer gehen und sozusagen eine Tour durch unseren Park machen, wenn wir das dann später wollen. Also das wäre auch noch so eine Möglichkeit, die mir einfallen würde. Aber vielleicht habt ihr auch noch richtig coole Ideen. Also schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.